An alle, die lästern, Daniles Knutschpick gegen Harter. Vor wenigen Wochen lässt Daniele Negroni, 22, die Liebesbombe platzen. Der DSDS-Star liebt Musical.Blühschönheit Tina Neumann, 16. Seither postet der Musiker regelmäßig Bärchenpics inklusive Liebesschwüre. Eigentlich könnte der ehemalige Castingshow-Kandidat nicht glücklicher sein, allerdings liegt die Betonung auf eigentlich, denn der Sänger erfährt nicht nur positives Feedback für seine Beziehung. Einige Fans schießen ziemlich heftig gegen die schwer verknallten Turteltäubchen. Für das Chamäleon allerdings kein Grund, sein Liebesglück zu verstecken, im Gegenteil. Einfach nur peinlich die zwei, oder ich finde, dass so gar nicht zu passt, lauten nur zwei der zahlreichen Kommentare der Beziehungsablehner. Am Sänger prallen solche Worte allerdings ab, wie er mit seinem aktuellen Post beweist. An alle, die über uns lästern, wir lieben es, euch zu unterhalten, schreibt er zu dem Knutschfoto im Rosengarten auf Instagram. Viele Anhänger des Ex-Dschungelcamp-Insassen, die sogenannten Negromis, können die fiesen Beleidigungen nicht nachvollziehen. Wir gönnen Daniele alles. Wenn er eine Freundin hat, dann freuen wir uns natürlich für ihn, erklärt ein Fangirl gegenüber Promiflas. Und auch Tina sieht es gelassen, wie sie auf dem Bildrenntag in Gelsenkirchen verrät: Ich nehme mir das, harte Anmerkung. Red, eigentlich nicht zu Herzen.